Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FM13 Reloaded mit dem Chemnitzer FC. Ja, wir haben letztes Mal so einen Tag zu früh Schluss gemacht. Wie es aussieht, war ich noch den guten Samstag gewohnt für die Erstliga und Drittliga Partien. Zweite Liga haben wir schon ewig nicht mehr gespielt oder beziehungsweise noch gar nicht im FM. Von daher, ja, nein, keine Ahnung warum. Das Spiel der Zweitmannschaft steht zumindest an. Mal gucken, was da abgeht. Deswegen überspringen wir mal den Tag noch hier und gehen mal ruhig ein Schrittchen weiter. So, Hedrick von Mamdjouf ist ja auch schön. Yannick Gerhardt verlässt den HSV. Und jetzt haben wir noch Vertragsverhandlung mit Wachsmann. Aber ich sehe gerade, wir haben hier Minusbudget vom Gehalt. Von daher würden wir gar nichts mehr machen können. Deswegen müssen wir die Verhandlung erstmal mit Juni Wachsmann auf Eis legen. Und jetzt natürlich erst die offizielle Spielankündigung. Und das ist natürlich das Topspiel an der Gellerstraße. Der Chemnitzer FC, Tabellenachter, Aufsteiger aus der dritten Liga, trifft auf den FC Augsburg, Erster und Absteiger aus der ersten Bundesliga. Topst auf dem Feld ist Paul Verhaag. Oh, das ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Clubs überhaupt. Mal gucken, wer sich da durchsetzen kann an der Gellerstraße. Wir werden uns das natürlich nicht angucken. Das haben wir letztens ja schon zwei Spiele gesehen. Andere gute Spiel noch, Verfolgerduell, 6. gegen 5. am 4. Spieltag, Bochum gegen Lautern und der andere Aufsteiger, Heidenheim, trifft zu Hause auf die 60er von 1800, aus die 60er aus München. So, ja, gucken, was wir jetzt noch an Neuigkeiten haben. Und wir haben Neuzugang, Shinedu Idee steht ab sofort unter Vertrag, wurde ausgeliehen für die laufende Saison als alles, ne? Also der kann wirklich in Offensive alles spielen, von daher haben wir da ein Backup gewonnen oder einen potenziellen Stammspieler auf jeden Fall. Einen erfahrenen Spieler sowieso aus der ersten Liga. Nummer 18 kann er gerne haben. Mauersberger hat Trainingsziel erreicht. Wunderbar. Gucken wir gleich mal nach, was da sie noch erhöhen können. Flanken auf jeden Fall. Kann er sich noch mehr verbessern gleich. Hier gleich noch einen mehr und da auch noch gleich einen mehr. Und deswegen ja, können wir gucken, was er überhaupt noch mittrainieren kann. Hier den Torhüter könnte er vielleicht noch trainieren. Den nehmen wir mal mit zu noch hier. Und ansonsten wichtig natürlich. Ein Antritt, Ausdauer. Ja, die Ausdauer könnte er vielleicht noch. So. Und hier auch ein bisschen was runter. Torrichter, da kann er vielleicht ein bisschen mehr zulegen beim Torrichter, denn dass er vielleicht ein bisschen mehr knipst. So, eine Reserve hat 0-2 verloren. Westermann war aber Felix Junghahn im Tor. Schade, haben sie leider verloren. Kevin Konrad auch noch mit einem Eigentor. Also, da wird in die zweite versetzt. Und ja. ihr seht's, das ist natürlich nicht gerade praktisch gewesen. So, Niklas Gronki hat auch gespielt. Unser Däne. Unser Top-Talent da. Der hat auch gespielt. Nicht Stammspieler momentan. Und gucken, wer ist der Stammspieler? Jan Buchner. Wo haben wir den hergeholt, sagen wir mal? Aus der Jugend oder was? Ach, ist momentan stärker. Okay. Okay. Ja, der Gronkeyer ist aber noch nicht alt, ne? Der ist ja 16, wie gesagt. Deswegen muss er noch nicht unbedingt Stamm spielen. Ansonsten Saad hinten. Felix Junghahn auf jeden Fall auch gut. Strohmeier bei Lotte. Ja, ansonsten müssen wir warten, bis wir wieder ein bisschen was verschieben können. Oder beziehungsweise bis der Sponsor, bis der Jute Investor ein bisschen wieder was reinhaut in die Budgetkanne. Dann können wir nämlich ein bisschen, ja, das ist natürlich richtig runtergegangen jetzt durch den ED-Transfer. Mal gucken, was im Ende so abgeht. Jedenfalls haben wir jetzt mit ein paar Leuten fast schon verlängert, würde ich sagen. So, schnelle Idee. Kommt er sofort in den Kader? Das ist die große Frage. Er könnte natürlich auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden, ne, für die guten Kolja-Porsche. So, heute gönnen wir aber mal den lieben Ausberger in der Pause und lassen Afane ran. Im rechten Mittelfeld, auch wenn die Form nicht ganz so toll ist. Aber er hat es einfach mal verdient, sich immer zu beweisen. Idee nehmen wir aber mit in den Kader. Fragt sich nur für wen. Ja, Kirch haben wir auch noch, ne? Also, boah, wir haben uns ja jetzt ja ganz gut verstärkt. Idee nehme ich mit für Tino Semmer erstmal. Semmer muss heute weichen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen etwas breiteren Kader, mit dem wir wirklich ein bisschen was ausrichten können. Mit dem wir uns wirklich, rotieren können auch mal. Vor allem, wie gesagt, jetzt mit der rechten Seite. Da können wir jetzt einfach mal den guten Afane einsetzen. Das hat er, wie gesagt, auch mal verdient. So, jetzt geht's aber rein ins Spiel in Augsburg. Wir sehen uns dann gleich wieder. Also Leute, los geht's. Was haben wir in der Mannschaft? Wir werden das Leben schwer machen. Den Augsburgern auf jeden Fall. Den großen Tabellenführer. So, auf geht's. An der Gellerstraße das Topspiel des Spieltags gegen den FC Augsburg. Aufsteiger gegen Absteiger und die erste Chance, die liegt beim Augsburg, beim ehemaligen Erstligisten. Die erste Chance, Werner kommt mit Minus an Julian vorbei, doch Müller kann retten. Und das ist die nächste Chance. Mora weg, spielt einen Millimeter genau, passt in den Lauf von Halle Altin Top, der sofort die kurze Ecke anvisiert, aber nicht mit Kevin Müller, der Torhüter vom CFC ist zur Stelle und verbessert sich ab. Sehr schön. Müller also wieder zur alten Stärke zurückgefunden, zuletzt ja mit einem kleinen Panzer. Und jetzt die erste Chance für Kevin, 26. Minute.
Flanke von Gabuschewski kommt hoch in den Augsburger Strafraum. Fink köpft den Ball über Manninger hinweg, aber Ho-Hong schlägt den Ball noch von der Linie. Glück für die FCA hier, also Riesenmöglichkeit hier für Chemnitz. Bayer schlägt ihn aus dem Mittelfeld hoch in den Strafraum. Mölders legt etwas genau quer zu, etwas ungenau quer zu Moravec, der den Ball trotzdem aufs Tor bringt und Kevin Müller aus 11 Metern zu einer guten Parade zwingt. Knifflig entscheidet jetzt in Chemnitz. Moravec ist auf dem Weg in den Strafraum, wird von Konstantinos Safilidis hart angegangen. Teilweise dürfte die Aktion. Lalalala. Am Ende kommt er raus, es gibt Elfmeter für den FCA hier nach 37 Minuten. Mölders schaut links unten, 5 Meter Anlauf, sicher verwandelt. 1-0 Augsburg. Siebtes Saisontor bereits, nach 4 Spielen für Sascha Mölders. Das ist ja echt überragend. So, Leute. Konzentration mal wieder. Nach dem Ballgewinn von Kreisbracker im Mittelfeld geht es beim FCA schnell. Moravec macht aus der Position. Aber ein Haken zu viel. Jetzt aber in der Station kommt es wieder zu Hector, der im Moment zögert und dann zu Förster durchsteckt. Der ist ein Schuss, beziehungsweise geht ein Meter am Tor vorbei. Und über das Tor. Jetzt komme ich ganz durcheinander, weil es hier hin und her geht. Moravec marschiert kompromisslos in den 16er. Müller lenkt zur Ecke. Jetzt die Ecke Mölders und Hofstetter steigen zum Kopfball. Hofstetter kann sich durchsetzen. Sehr schön. Unsere Verteidiger also richtig gut drauf. Vor allem Daniel Hofstetter wieder. Oh, das sieht aber nicht gut aus von uns, Leute. Alle mal warm laufen hier. Da muss man sich natürlich was tun hier. Vor allem Stafilidis ist ja sehr unglücklich. Hat zwar eine 2,5, aber trotzdem gleich 11 Meter verschuldet. Ja, ärgerlich ein bisschen. So, Leute. Das könnt ihr besser. Steckt die Köpfe nicht in den Sand, Leute. So, Müller auf jeden Fall loben. Genauso wie Daniel Hofstetter loben wir mal. Auch Schulze, super, überragende Leistung. So, erfahrene motivieren. Das kann nicht ja sein. Kriegt er eine Chance und dann so ein Ding. So, Förster noch und dann kriegt hier Fink eine Massage. Push kriegt eine Massage und wer kriegt noch eine? Hofstetter. Und dann würde ich sagen, geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Noch erstmal keine Wechsel. Wir lassen es mal noch so. Aber alle laufen sich wieder warm. Jetzt Augsburg gleich mit der ersten Chance in der zweiten Halbzeit. Die Ecke pflückt aber Müller sicher runter. Also Müller heute ein ganz sicherer Rückhalt. So, jetzt 57. Chance Chemnitz. Und da ist der Ausgleich. Jawohl. Kolja Pusch nach Vorlage von Stafilidis. Der kurft nämlich von links in die Strafraumhöhe nach innen. Passt zu Pusch. Der zieht das Halbwerk 570 Meter ab. Und der Ball passt noch. Flügel von Manninger genau ins mittlere Eck. Weiter so. Jetzt aber der FCA. Kong spielt nach rechts zu Altintop, die aus 8 Metern halbrechts probiert. Das ist wieder das Tor. Ausverkaufte Stadion heute, jawohl. Ist eine Baustelle, aber egal. Klar, waren komplett für Kaisenbracker. Hey, Brother. Hey, Chemnitz. Und das Eigentor für... Zählt für uns. Ragnar Klavan gerade eingewechselt zum 2:1 für den CFC. Stafilidis in den Strafenwein. Anstatt für Ronny Gauschatzki aufzunehmen, spielt jetzt den ruhig Ragnar Klavan aus. Schießt. De Jong rennt auf der Linie. Schießt Klavan an. Eigentor. Was ist denn hier los, Leute? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Fink ist müde. Geht raus für ihn. Kommt Steffen Prokop rein. Der kriegt natürlich jetzt immer seine Einsätze. Hier der gute Steffen Prokop. So ist der einzige Spitze. Also ich schätze, ein bisschen offensiver, erfahren ein bisschen offensiver. Aber dann werden wir mal sehen, was das wird. Also ein bisschen defensiver jetzt. Also das ist ja wirklich überraschend. Da drehen wir das Spiel hier innerhalb von 10 Minuten. Klasse Leistung unserer Mannschaft. Ganger von Augsburg und Rauer. Klar, die sind jetzt sauer. Probleme für Kevin Müller. Dann ist dann schon 28 Metern von Müller, dass man von abprallen lässt. Doch kein Augsburg bereit, um abzustauben. Jetzt nochmal der FCA. Oh, Leute. Jetzt auf jeden Fall Konterspiel ist klar. Pressing, ja gut, das lassen wir so. Der Einsatz geht aber in die Höhe jetzt hier. Jetzt wollen wir den Sieg natürlich hier zu Hause behalten. Konzentration auf jeden Fall für unsere Mannschaft. Das Ding darf auf keinen Fall verloren werden. So, nächster Wechsel. Oliver Kirch wird kommen. Für Kolja Pusch. Hinten dicht, würde ich sagen, Leute. Hinten dicht. Hector macht das auf der linken Seite. Kirch hier halb rechts. Prokop in der Mitte. Also, ein Neuzugang in der Woche kommt rein. Oliver Kirch, erfahrener Mann von Dortmund gekommen. Keimer ein bisschen mit tadellosen Leistungen. Jetzt nochmal Augsburg mit der nächsten Chance. Und da fällt tatsächlich noch das Ausgleichstor. Halle Altintop ist geblieben in der zweiten Liga. Macht sein zweites Saisontor. Hahn passt auf der linken Seite zu Vogt. Der quer für Altintop. Legt. Keeper Müller legt. Hat gegen den Schuss keine Abwehrchance. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Das ist ärgerlich. Das ist bitter. So, es gibt den nächsten Wechsel. Schinedu Idee kommt. Für Hector. Deswegen machen wir es wieder. Stellen wir wieder um auf zwei Spitzen.
nicht zwei Spitzen, sondern ED in offensiven Mittelfeld. Kommt noch ein offensiver Part rein hier. Vielleicht kriegen wir doch noch mal was gebacken. Also ein paar Systemwechsel hier innerhalb der Partie. Schade, schade. Aber was war zu erwarten? Augsburg hat natürlich die Klasse. Und die wollen natürlich auch hier oben dranbleiben. Bombardier kommt für Mölders. Ich würde sagen, wir sind mal ganz frech und machen ab der 87. voller Angriff. Ich bin zu Hause. Vielleicht können wir noch was erreichen in der Nachspielzeit. Geht da noch was? Eine Chance für uns vielleicht nochmal? Nee. 2:2 hast du am Ende gegen den großen Tabellenführer, aber ein sehr respektables Ergebnis als Aufsteiger. Gegen den FCA hier unentschieden zu spielen. Die auf jeden Fall ganz große Aufstiegsfavorit sind natürlich. Und deswegen Lob an die Mannschaft, dass sich das Spiel überhaupt gedreht hat nach von 10 Minuten. Natürlich ein bisschen ärgerlich am Ende, dass es nicht mit ganz wenig geklappt hat. Aber trotzdem können wir zufrieden sein. Also Leute, 2:2 am Ende gegen den Liga Primus sozusagen FC Augsburg. Die haben nämlich einen eingestecken müssen. Jetzt sind nur noch auf 2:2, wir haben es gesehen. Bester Mann bei uns, Konstantinos Stafelidis. Hat zwar einen Elfmeter verschuldet, aber 2 Tore mit eingeleitet. Also wir haben beide Toren von uns beteiligt. Das war schon eine saubere Leistung von ihm. Wird sich da wohl langsam festspielen auf der Linksverteidigerposition. Dann Prokop mit 4,0. Ja, der Prokop, der gefällt mir irgendwie gar nicht mehr so richtig gut. Wenn er reinkommt, dann immer so eine Note 4. Verlängert hat er ja schon. Also er hat auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Ansonsten, ja, Push mit dem Tor. Sein erstes Zweitligator. Ansonsten Mausberg heute 90 Minuten auf der Bank. Kirch einwechselt, aber zu spät. Idee ebenfalls zu spät. Klar, der kam ja ganz spät erst rein, der gute Idee. Jo. Ansonsten Marcel de Jong auf Seiten von Augsburg der beste Mann. Der linke Verteidiger ebenfalls. Ansonsten haben die eigentlich noch komplett ihre Erstligamannschaft behalten, wenn man es so mal sieht. Also da hat keiner einen verlassen. Ist noch recht gut. So. Statistiken. Schauen wir nach. Ja, es waren am Ende gute knappe 13.000 Zuschauer. Das ist aufgrund der derzeitigen Baustelle natürlich geschuldet, die wir da haben. 38% Ballbesitz nur, aber Chancen waren da, aber Augsburg hatte natürlich viel mehr. Also der Sieg geht am Ende, der Unentschieden geht natürlich am Ende verdient für den FCA. Kevin Müller, anfangs mit unter 1,5, jetzt nur unter 2,5 am Ende gehabt, aber okay. War ja auch in Ordnung. Statistiken, schauen wir mal rein. Haben wir schon gesehen, Quatsch. So, wir rutschen einen Platz ab, auf Platz 9, aber ja. Nach 4 Spielen, 2 Unentschieden, 1 Sieg, 1 Niederlage. Mit einem Torverhältnis von plus 1 ist doch gut, ein guter Start für als Aufsteiger. Natürlich fehlt jetzt langsam der zweite Saisonsieg, aber auch der wird folgen, ganz klar. So, wir schauen mal auf die Ergebnisse. Braunschweig gegen Frankfurt 2-1, Köln gegen Aalen 3-0, Dresden gegen Paderborn 3-1, Bochum Lauter 0-2, Union Berlin gegen Ingolstadt 0-3, Bielefeld schlägt Sandhausen 2-0, Sandhausen weiterhin ohne Sieg, mit einem einzigen Türchen erst erzielt nach 4 Spielen. Das ist ganz schön schwach. Aue gegen Fürth 3-1. Guck an, was für eine Überraschung. Aue gewinnt gegen Fürth. Ja, Chemnitz gegen Augsburg auch eine kleine Überraschung. 2-2. Und Heidenheim unterliegt 60 München mit 0-2. Stimmen, was haben wir da so? Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Ah, ne, gut, da brauchen wir gar nicht weiter durchlesen. Wenn ich sowas schon hätte, am besten. Gut, Spieltagsstatistik. Schauen wir rein. Kein Chemnitzer dabei. Schade, schade. Teamleistung, wie war die am Ende? Ja, so wie unser Tabellenplatz aussagt. Bester Spieler. Ja gut, wir schießen sehr wenig Tore momentan noch. Da kann jetzt natürlich noch nicht so viel für kommen. Jetzt geht es aber in die Scholz-Arena nach Aalen. Nemanja Matic wechselt von Benfica Lissabon zu den FC Chelsea. Der ist auch in Wirklichkeit zu Chelsea gewechselt, ne? Aber für, glaube ich, für knapp 30 Millionen oder so. Hier für 16. Aber guck mal, wie der FM so ein bisschen Realismus gebunden ist, was? So, aktuell Jobstatistik steigt auf 16, jawohl. Das sieht doch schick aus. Unsere Jobsieger. Neues Sponsorenangebot, das ist auch gut. So, Förster, da müssen wir natürlich auch die Fahne auf Eis legen, weil wir ja nichts mehr verlängern können. Das ist natürlich ärgerlich. Und Grünkohl scheint mir etwas zu niedrig, er will ein bisschen mehr haben. Gut. Ein guter Breite hin. Ja, wir müssen momentan die Verhandlung leider auf Eis legen. Wir haben leider kein Geld mehr zur Verfügung. Das ist ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Gucken wir mal, ob der Investor nochmal was reinhaut oder ob wir nochmal was vom Dings abziehen. Vom Transfer. So, schaut das ab. Verletzung. Okay, 4 Wochen fällt der gute Pfeffer noch aus mit Mittelfußbruch. Andrejusz Arkadiusz Milik. Sturmtalent von Bayer Leverkusen 2. Ja, ob wir uns den leihen, ist noch eine andere Frage. Überlegen wir mal noch. Bleibt auf jeden Fall im Blickfeld, würde ich sagen. Fällt in der Winterpause was. Gucken wir mal, wenn die Stürmer nicht so treffen, wie sie sollen. Sponsorangebot, gucken wir gleich mal rein. So, Primo-Sponsor von SWR 3. Auch nur 42.000 Euro, das ist echt ein bisschen wenig.
Summe erhöhen. Okay, das ist echt lächerlich, dass sie da die Summe nicht erhöhen. Wir spielen momentan nur mal in der zweiten Bundesliga, da ist ein bisschen mehr angebracht. So, die Jungspieler, die jetzt in der zweiten ausgeholfen haben, alle zurück. Scouting abgeschlossen bei Aftic, Marcel Aftic vom FC Karlsruhe Jena. Ja gut, ist natürlich jetzt nicht wirklich, was man wirklich muss, unbedingt verpflichten muss. Scout kehrt zurück, Kaufangebot Christian Mausberger. Verhandeln, ja, aber ich denke mal, der wird nicht gehen. Anton Fink mit Interesse verärgert bei Milik, okay. Anton muss auch nicht sein. Können wir wieder reingucken, im Team Dynamik haben wir lange nicht mehr gemacht. Anton Fink, sagen wir mal, er braucht nächstes Mal in Topform, dass er mal trifft wieder. Und dann müssen wir mal die Leute rannehmen, die noch nicht geredet haben. So, großes Lob an Staphylidis. Idee, herzlich willkommen. Hat zuerst ein Spiel gemacht, aber war noch keine Zeit zum Reden. Oliver Kirch, ebenfalls herzlich willkommen, sag ich mal. Freut sich sehr, sehr schön. Haben wir noch Gott sei Dank noch ausgebrochen. Erfahrene, hast Talent, mach endlich was draus. Gib mir 3 Moralpunkte, immerhin. Wachsmut, Prokop, gut trainiert. Oh, was haben wir noch? Mausberger. Kannst gehen. Du bist wichtig, du kannst einfach gehen. Spielverfahren dabei, bist zu jung. Zweite Mannschaft, körperlich musst du stärker werden, sagen wir mal. Jawohl. Sehr schön. Gut, dann geht's gleich gegen Aalen, auf jeden Fall. So, dann wollen wir mal gucken. Finanzstatus, ob wir da wieder was verändern können. Nehmen wir mal ein Transferbudget noch ein bisschen was runter. Da können wir halt was runternehmen. Dann gehen wir es auf Gehalt wieder rauf. Aber da passiert momentan leider nichts. So, können wir nochmal machen. Jawohl, wir können immer noch. Wir können das jetzt immer zumachen. Das ist gut. Supp. So, jetzt haben wir noch 300.000 übrig. Ja, aber im Transferbudget werden wir, glaube ich, nichts mehr ausgeben. Ich glaube, Gehalt ist momentan ist halt einfach wichtiger bei uns. Dann haben wir das einfach mal rauf. Das haben wir nur minus 53.000. Budgetänderung nochmal. Haben wir nochmal ein bisschen was runter da. Und dann haben wir das auch wieder im Plus. Obwohl nicht ganz. Und da auch nur noch 44.000. Okay. Haben wir das gut verteilt. Wir sind wenigstens im Plus auf jeden Fall. Und können vielleicht wieder ein paar Verhandlungen bestreiten. So, was haben wir hier? Ach, müssen wir uns auch Ablöse geboten. Ja, okay. Was ist er wert? Ja, komm. Wir gucken mal bei 200.000, was sie da sagen. Ich denke mal, da werden sie es gleich abbrechen. Höchster Form gewinnen. Na, ja, noch ist nicht abgebrochen. Zweite Mannschaft verliert leider wieder. Schade. Gegen Werder Zweite. Nummer 1, das sollst du sein. VfB Aalen, mein Verein. Du bist jung und du bist heiß. Wir sind die Helden in Schwarz-Weiß. Die Nummer 1. Okay, VfB Aalen ist heute der Gegner und das absolute Topspiel des fünften Spieltags. Erster, Zweiter gegen Erster. Augsburg gegen Köln. Lautern trifft auf Bielefeld und 60 trifft auf Dresden. Das sind so die Top-Spiele des Spieltags. Erfahrene, ganz schlechte Form. Mauersberger wird zurückkehren für Erfahrene. Naja, bleibt erstmal auf der Bank heute. Mauersberger kehrt zurück. Scouting abgeschlossen. Beende, Datenbank abgeschlossen. Aktualisiert. Höchster Form Gewinn bei Daniel Saad. Wunderbar, Scheffel. Mit einer 2-1-Niederlage, wieder Felix Jung am besten Mann, gucken wir mal rein. Alvaro mit dem Tor. Immerhin. Was haben wir sonst noch so? Felix Jung, gute Leistung. Konrad eben mal wieder mit einer guten Leistung, immerhin. Kommt er hoffentlich wieder zu alter Form zurück. Ansonsten, ja, Florian Bruns hat damit geschafft. Die spielt Werder 2 mittlerweile, guck an. Dokumentation, ach, was haben wir? Nee. Dokumentation, Mannschaft, sind wir einverstanden. Ja, was haben wir? 15.000 Euro, 1 Punkt Fitness, naja, gut. Naja, gut. So, Kolja Pusch hat auf jeden Fall wieder Fitness gewonnen. Das ist schön. Aber nee, ich lasse heute doch nicht mal Mausberger ran. Ich lasse heute doch den lieben Ede ran. Von Anfang an auf der rechten Seite. Beziehungsweise auf der linken Seite. Der tauscht dann mit Gabuszewski. Der geht auf die rechte Seite mal heute. So, und dann kommt heute. Wer kriegt heute eine Denkpause? Der Toni Wachsmuth. Dafür kommt Tino Semmer in den Kader. So, ansonsten mal gucken, wie wir da so durchwechseln werden. Hector ja auch nicht so doll heute. Kapitän Hensel zurückkehrt. Gucken wir, was hat Hector für eine Form. Der hat eine gute Form eigentlich. Bleibt trotzdem da. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.